So, direkt, direkt zum Anfang habe ich eine Frage. Geht's euch allen gut? Soweit? Ja. Soweit man das sagen kann. Es geht allen gut. Zumindest besser als der SPD. Okay. Jedem geht es besser als der SPD. Ich glaube, ich habe auf dem Weg hierhin eine überfahrene Katze am Straßenrand gesehen. Selbst die sah glücklicher aus als Andrea Nahles. Bei einem Koma-Patienten würde man jetzt sagen, ja komm, schalt die Geräte ab, das wird nichts mehr. Vergleichsweise lebendig ist da ja noch die CDU, aber fragt sich, wie lange noch, ne? Oh, ich weiß jetzt gar nicht, darf ich die CDU noch kritisieren? Oder ist das schon verboten? Also nach der Wahl ist okay, oder? Ja, analog Kramp-Karrenbauer hat nach dem Rezo-Video gesagt, dass man jetzt mal über die Regeln von Meinungsmache im Wahlkampf diskutieren muss. Ja, das geht ja gar nicht. Meinungsmache im Wahlkampf, so eine Unverschämtheit. Einfach so seine Meinung zu sagen. Aber wo leben wir denn? Also, außer natürlich, man ist Politiker. Die dürfen das. Aber doch nicht normale Menschen oder sogar junge Leute. Nee, ich meine, früher war ihr das scheißegal. Im Saarland hatte sie ja nicht dieses Internet. Ne? Aber jetzt... Ich habe das Gefühl, die CDU verbietet wahrscheinlich demnächst die Simpsons, nur weil Marge blaue Haare hat, oder? Nee, aber AKK zeigt jetzt guten Willen, die Jugend und dieses Internet endlich besser zu verstehen. Sie hat sich jetzt extra ein Profil auf SchülerVZ zugelegt. Richtig gut, wirklich, eine gute Idee. Aber richtig gut. Läuft's irgendwie gerade nur bei den Grünen, ne? Ey, die kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus. 34% aller 18- bis 24-Jährigen haben die Grünen gewählt. Also für alle Schüler, die jetzt freitags immer demonstrieren, anstatt Mathe zu lernen, das ist sehr, sehr viel. Aber alles in allem muss man doch sagen, ey, das wird doch langsam mit der EU. Eine Wahlbeteiligung von über 60%, ey. Europa interessiert die Menschen. Und es ist ja auch total spannend, oder? Wie Game of Thrones in echt. Wer kommt auf den eisernen Thron von Europa? Wer wird Herrscher über die 28 Königslande? Wer wird von Zombies niedergemetzelt? Wer ist der Zwerg? Und wer zeugt mit seinem Bruder einen Thronfolger? Wobei, da habe ich schon Verdacht. Und, Achtung, Spoiler, der Nachtkönig ist wieder zurück. Silvio Berlusconi. Junge, ich dachte, der ist in der ersten Staffel gestorben. Aber jetzt ist er plötzlich wieder auferstanden und sitzt allen Ernstes im EU-Parlament. Ich meine, wow, wer denkt sich so eine Story aus? Ey, Silvio Berlusconi, der Schutzpatron der MeToo-Debatte. Ja, du, der Silvio, der hat ja schon Frauen belästigt, als es noch nicht in war, oder? Ey, die Puffs in Brüssel rüsten schon auf und bauen seniorengerechte Toiletten ein. Ja, ich meine, eine todsichere Geschäftsidee, jetzt ein Solarium-Bordell in Brüssel eröffnen. Ey, ich schwör's euch, das Ding wäre eine Goldgrube. Aber dass Berlusconi in der EU mitmischt, ist ja auch eine Chance, ja, für die diplomatischen Beziehungen zu den USA. Weil ich glaube, Berlusconi und Trump, die liegen voll auf einer Penislänge.